Wir müssen heute genau hören. Die schlechten YouTuber. Viertelfinale. Eins. Ihr merkt schon, heute kommt alles auf die Musik an, beziehungsweise der Ton der Videos. Wie ist die Audioqualität? Ist die Lautstärke perfekt? Qualität generell? Das und noch viel mehr schauen wir uns heute im ersten Viertelfinale an. Okay, nicht noch vieles mehr, das war's eigentlich. Wir switchen direkt rüber zum ersten heute. Wir haben Basokaso. Guck mal, diesmal, ich bin sogar direkt auf der anderen Seite, obwohl ich hier hin muss. Ja, genau, heute dabei haben wir Basokaso, Korumpel, Smash, Zockt, Ryu und Ken Speck. Das sind unsere fünf Kandidaten des ersten Viertelfinales. Die anderen, die weiterkommen, seht ihr dann nächste Woche. Und nochmal kleiner Disclaimer, ich nehme diese Folge schon am vergangenen Donnerstag. Da habe ich sie schon aufgenommen. Am 4. Aufgrund des 24-Stunden-Streams schaffe ich das leider nicht oder habe ich es nicht geschafft, das am Samstag aufzunehmen. Deshalb nehmen wir es am Donnerstag auf. Ihr seht die Folge aber ganz normal, regulär, hoffentlich am Sonntag, 16 Uhr. Ob mit HD-Verarbeitung oder nicht, wir achten auf den Ton. Der Baso ist später live und deshalb gucken wir mal ein Video rein. Genau, also ich bewerte heute quasi 5 Punkte. Ich darf bis zu 5 Punkte Lautstärke-Punkte vergeben. Das heißt, ich gucke einfach, passt der Ton, ist der laut genug? Passt, wenn es ein Gaming-Video ist, passt der Ingame-Sound? Ist der im Vergleich zum Mikro, ist das Verhältnis da gut oder ist irgendwas zu laut? Und ich verteile 5 Punkte generell an die Qualität, an die Audioqualität selber. Hört man ein Rauschen, ist irgendwie, keine Ahnung, das Mikro falsch eingestellt, sowas halt. Ne? Bis zu, also das heißt, man kann heute insgesamt 10 Punkte erreichen. Ja. Und wir schauen mal. Da möchte ich nicht reingucken, wir gucken hier rein. So, also wenn dieses Video noch über eine Stunde geht, dann weiß ich es auch nicht. Von Donkey Kong. Moin Freunde und willkommen zurück zu Mario vs. King Battle. Wir werden uns heute die letzte... Achso, warte mal. Erstmal noch Abos aufschreiben. Genau. Damit wir auch noch vergleichen können irgendwann. Hat auf jeden Fall 620. Sind glaube ich schon mehr als beim letzten Mal. Wie viel hat er beim letzten Mal? Normalprüfung angucken. Im zweiten Casting. Prüfung vom Verlies und ich von der verlorenen Ruine, wie ich letztes Mal gesagt habe. Also 610. Verstehen wir jetzt nicht, was auch nicht. Oder in dem kurz davor, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da los war. Ich meine, hier steht eindeutig Verlies, von daher ist eigentlich nicht zu verwechseln. So, fangen wir an mit dem Bananenflambé. Da waren wir nicht lange rum. Und tatsächlich habe ich auch heute. Ah, guck mal, da habe ich gerade irgendwas gehört. Der hat irgend so ein. Ach, was ist das für ein Filter? Der hat auf jeden Fall irgendeinen Filter drauf, der wahrscheinlich. Es könnte die Rauschunterdrückung sein, die er drauf hat. Man hat gerade so ein bisschen gehört, wie er geatmet hat, dass das Mikro versucht hat, das zu unterbinden. Das ist so ganz cool. Geplant, außer natürlich, wenn die beiden Prüfungen so 5 Minuten insgesamt dauern. Ja, ja, doch, ich glaube, das ist die Hallunterdrückung. Da bin ich gerne bereit, noch die erste ultimative Prüfung zu machen, ganz ehrlich. Oder wir gucken uns zumindest die Truhe nochmal an. Da kann auch sein, damit die auch schon vom Tisch sind, weil die... Das hört sich ein bisschen an, als hätte der Autotune da drauf. Die sollten wir eigentlich dann erreichen können, die letzten 3 Truhen, glaube ich, oder 4. Weiß ich gar nicht. Zerstöre böse Bananen. Oh Gott. Das sind echt... Aber es ist nicht das Feuerrülpser Idol. Eigentlich müsste ich das hier so machen, wie bei The Voice, einfach umdrehen. Das freut mich irgendwie und die haben teilweise Feuer. Das Viertelfinale, ich kann's auch verstehen, wenn ihr jetzt einfach abschaltet und sagt, es ist zu langweilig. Das Viertelfinale ist immer am unspektakulärsten. Ist halt durch die bösen Bananen ersetzt, ehrlich jetzt? Euer Ernst? Also gegen die Lautstärke habe ich absolut gar nichts. Da passt auch das Verhältnis zwischen Ingame-Sound und Mikro. Euer Ernst, Nintendo bei Ubisoft hat das Spiel entwickelt. Aber ich kann nicht rausspringen. Ich muss die echt abballern, die Dinger. Alles klar. 5 von 5 Punkte Lautstärke, habe ich echt gar nichts gegen. Nicht mal die Dinger hier vergessen, die Viecher, ne, die Verteidiger und so. Na gut, so, ich krieg auf jeden Fall schon mal nicht wohl Cranky mit Dings, ne, mit wissen der alte Sack. Ich hab grad irgendwo gesehen da. Ne, ich glaube den erreiche ich mit Donkey Kong nicht. Guck mal kurz die Kampfzentrale. Ich glaube, wir haben ein paar Runen übrig. 4 Stück nehme ich, genau.
Ach, das ist die Donkey Kong Musik. Ich hab mich gerade gefragt, hey, die Musik kennen sie doch irgendwo her. Ja, Tasty Cap macht mal mehr Schaden hier mit dem schrägen Blick. Definitiv. Royal Peach gebe ich den vierten Vasereitreffer. Rabbit Cranky. Ja, ich habe eigentlich echt nicht dran, viel dran auszusetzen, außer eben das mit diesem Filter. Hier gebe ich auch den erhöhten Schaden mit dem bösen schrägen Blick und bösen Blick. Ich verwechselt immer wieder, ne? Ja. Ich meine, ich achte da sehr, sehr streng jetzt drauf. Ich achte da ganz genau drauf. Ich suche ja quasi die Fehler, wie manche schon sagen. Aber wenn ich mir die Videos einfach nur so angucken würde und gar nicht so die Fehler suchen würde, ihr sagt euch, dann hätte am Ende jeder die höchste Punktzahl, die es gibt. Ich würde sogar sagen 4. Ja, 4 von 5 Qualitätspunkten. Dürfte eigentlich nicht zufrieden sein. Wir können ja mal noch woanders reingucken. In einen Stream nicht. Naja, ich gucke ungern in Streams rein. Mäusefreunde, herzlich willkommen. Obwohl ich das letztes Jahr oft gemacht habe und da hat er sogar gewonnen. Zur August-Ausgabe der Berenstein-Kanal-News. Feuer frei. Aha. Okay, und der Ton, der war jetzt auch nicht ganz so perfekt, aber ich glaube, Clara, den Ton hat er ja nicht selbst aufgenommen. Meine Fresse, ist einfach schon wieder August. Wenn mit Ablauf des Monats sind einfach schon wieder 2/3 des Jahres rum. Aber egal, Freunde, fangen wir direkt an mit den Themen, die diesmal anstehen. Ich habe dir auch 2,5 Audiopunkte im Casting gegeben. Und zwar fangen wir wieder an mit dem YouTube-Kanal, mit den Let's Plays, die liefen. Und dazu gibt es gar nicht so viel zu erzählen, weil videotechnisch liefen tatsächlich nur 2 Let's Plays letzten Monat. Einmal ging Mario & Rabbids Kingdom Battle weiter. Wir haben auch das Hauptabenteuer oder das Hauptspiel so wird abgeschlossen mit insgesamt 60 Folgen dann, nachdem wir die letzten Prüfungen... Ja, ich belasse das bei 4 Punkten. Hat also insgesamt heute 9 von 10 Punkten ergattert. Schon mal nicht schlecht. Gehen wir weiter zum Korumpel. Und ihr merkt schon, ich gehe hier echt mega schnell durch. Korumpel 125. Hören wir mal rein. Haben wir ja erst letzten Sonntag gesehen und der macht auch irgendwie im Moment keine Videos. Wir schauen mal wieder. Wir gucken mal diesmal hier rein. Oh mein Gott, ey. Was hatte... ist das denn, bitteschön? Ist das. Warte mal, ist das. Okay, 125. Ja, warum nicht? Rein da. Ich habe mir auf Teste dich 2 verschiedene BOTW-Quizze rausgesucht und wenn ich 3 Fragen falsch beantwortet habe, darf Colin, egal was es ist, auf meinem Twitter-Account einen Tweet posten. Abonniert doch den Kanal, um nie wieder ein Video von mir zu verpassen und lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Ihr könnt selbstverständlich alle mitquizzen, wenn ihr Lust habt. Die Links sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt, let's go. Okay, ich mach mit. So, dann fangen wir mal an. Wie lange hat Link geschlafen? Ist der Breath of the Wild Quiz? 100 Jahre. An, Alter. Wie heißt die heilige Kraft? Die Siegelkraft. Siegelkraft. Wie viele Shika-Türme gibt es? Shika? 14. Könnten 10 sein. 4 sind es auf keinen Fall. 14. 14 erscheint mir zu viel. Nee, sind 14. Könnten 10 sein. Ich mach mal 10. Ich meine, Shika-Türme, das sind doch diese, wo man die Karte kriegt, ne? Ich weiß nicht, ich habe Breath of the Wild nur einmal gespielt. Aber ich meine, das waren 14. Das waren, glaube ich, 14 Gebiete. Aber jeder Abteil hat halt einen Turm, ne? Ein Torum. Wie viele Schreine gibt es? 120. 120, würde ich mal behaupten. Ja. Wie viele Titanen gibt es? 5. Mit dem Erweiterungspass? 5. Müssten 5 Stück sein. Gibt noch diesen Maulwurf da. Varuta, Vanaboris und Varudania plus der Schrein des Lebens. Schrein des Wie heißt Lebens? Der Feuertitan? Ich habe gerade alle aufgezählt. Varudania. Der Feuertitan müsste Varudania sein. Welcher Recke wohnt in Goronia? Das... ist Daruk. Wie heißt der König von Hyrule mit vollem Namen? Bosphorus Hyrule? König Roham? Roham Bosphoramus Hyrule. Ich weiß Roham auf jeden Fall. Ja, das letzte. Ah, oh, bei ihm irgendwie, ich meine, das ist ein bisschen, ja, das ist ja natürlich blöd, ne? Das hat jetzt was mit der Reihenfolge zu tun, wie ich die aufgestellt habe. Ich gucke mir jetzt natürlich alles vom Basu ab, beziehungsweise ich vergleiche das ein bisschen mit dem Basu jetzt. Bei ihm ist es ein bisschen leiser, glaub ich, aber es ist immer noch im Rahmen. Also es ist jetzt nicht ultra leise, dass ich hier irgendwie 30 Punkte Lautstärke-Punkte abziehen muss. Aber Roham Hyrule gibt es nicht. Also denke ich mal, dass es Roham Bosphoramus Hyrule ist, oder? Oder warte, ist Bosphoramus Hyrule, ist das vielleicht sogar der aus Wind Waker? Ich mach... Ist das nicht der gleiche? Das einfach. Wie hieß die Prinzessin der Soras vor 100 Jahren? Das war Mifa. Wie heißt der Goronin-Junge, der bei der Besänftigung von dem Feuertitan geholfen hat? Das muss... Sein Mikro klingt auch so ein bisschen dumpf, aber ich glaube, das liegt am Mikro, oder? Yunumo gewesen sein.
So, jetzt bin ich sehr gespannt bei der Auswertung des ersten Quizzes. Wie viele Fragen haben wir richtig oder falsch? Oh. Ich glaube, bei ihm habe ich gar nichts dagegen. Oh, ich habe eine falsch. Das ja, das mit falsch. Den 10, ne? Es sind tatsächlich Patrick, 14 Türme. Es sind 14. 14. Lautstärke, ganz ehrlich, wieder 5 von 5. Qualität. Oh, okay. Ich dachte, es wären 10. 14 scheint mir so viel zu sein, aber okay, krass, krass. So, das ist das nächste Quiz. Wer oder was hat mir vor 100 Jahren schlimme Wunden hinzugefügt? Mir? Ist das jetzt aus meiner Sicht als Link? Ich habe gar nichts dagegen. Link? Gähnen? Es reicht auch nicht, es rauscht auch nicht. Das sind 10 von 10. 10 von 10 Punkten. Ich sag euch, das ist der Top-Kanal. Weiter geht's. Smash zockt, hat 240. Und wir gucken mal rein. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Part von Mario und Luigi's Bizarre Saga. Im letzten Part sind wir ja hier im Grinsewald stehen geblieben und haben. Also beim letzten Mal auch schon 240. Sie, glaube ich, gesammelt und jetzt können wir hier. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal leiser. Nee. Let's go. Guck mal, ja, aber trotzdem leiser, oder? Sammel doch eine Lachbeere und nichts passieren. Weiße Lachbeere. Oh. Doch noch nicht alle. Geil. Aber wo? Ist auf jeden Fall ein bisschen leise. Ich war echt fest der Meinung, ich habe alle. Ne? Ich war da echt der festen Überzeugung. Also laut stärkemäßig sind das auf jeden Fall schon mal 4 Punkte. Hier gibt es noch eine Bohne, eine Grinsebohne. Wo ist deine Facecam eigentlich hin? Das ist ein Gegner, aber ich war echt der festen Überzeugung, dass ich alle hab. Aua. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Sehr schön. Was habe ich ihm bei der Videoqualität gegeben? Ey, come on. Fuck, ich glaube, ich kann da nicht drauf springen. 2,5. Da bin ich. Weil das hier könnte schon 3 sein. Ob ich kann. Ich habe mir auch so ein. Was habe ich mir angeguckt? Gar nicht. Mario Party, oder? Der holt jetzt Verstärkung noch. Und Mario Strikers, ja, stimmt. Boah, Alter, warum bin ich wieder so scheiße? Irgendwas gefällt mir im Ton nicht, an seinem Mikro. Pause, weil ich habe echt länger nicht mehr aufgenommen. Als hätte er so einen ultra dicken Popschutz drauf. Kommt natürlich von der langen Pause. Mario schafft schon sehr häufig toll, das ist sehr schön. So, jetzt habe ich es wieder raus, glaube ich. Jetzt hab ich's. Ach, der hat so eine ganz besondere Stimme. Der redet so, als hätte er einen Frosch im Hals. Das hört man gar nicht raus, ob das seine Stimme ist oder sein Mikro. So, Leute, willkommen zu einem neuen Part von Mario Party 2 Minispielbahn. Jetzt geht's hier weiter mit Welt 4. Let's go. Oh Gott, hier hört man das richtig. Das rauscht so ein bisschen, auch wenn er redet. Jo, ich möchte natürlich weiter spielen. So, dann geht es weiter mit Jump and Toad, Welt 4-1. Das ist ein bisschen übersteuert. Und das sollte eigentlich ganz möglich sein. Bin auf jeden Fall mal gespannt. So. Timing ist hier etwas zählt. Oh Gott, und dann mache ich so einen Scheißfehler, oh Gott. Mann, hätte ich mir viel Zeit sparen können. Ich bin aber dumm. Aber hab das jetzt hier geschafft wieder. Sehr schön. Hier ist die Lautstärke tatsächlich besser. Ja, ich will aber trotzdem bei 4 Punkten bleiben. Sollte nicht so schwer sein. Fuck. Ach komm. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich sag bei der Qualität. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Komm. Sehr schön. Ich sag, Alter, wie viel Luck kann ich haben? Ja, okay, das ist ein bisschen übersteuert. Boah, ey, mir ist gerade das Herz in die Hose gerutscht, muss ich schon sagen. Das rauscht. Ich sag mal 3. 3 Qualitätspunkte. Er hatte wie viel Audiopunkte? Wie viel habe ich ihm gegeben? 2,5. Ja. Weiter zum Ryu. Hat 40. So, und der hat mich auch noch privat angeschrieben, ihr solltet mir bitte nicht das Video angucken.
Das auch nicht, ich soll mir das da angucken. Ich bewerte natürlich nicht nur einzelne Videos, ich bewerte natürlich den kompletten Kanal. Aber das hier habe ich mir auch ein bisschen angeguckt, der ist halt gerade so ein bisschen demotiviert. Ja, ich bin für mich enorm groß. Deshalb gucken wir das hier. Hat er aber auf jeden Fall 30 beim letzten Mal. 30 Abos. Kennt ihr das? Ihr wisst nicht die Antwort auf eure Frage und sucht verzweifelt nach der Antwort, wenn es dann nur ein Browser gäbe, der alle meine Fragen beantworten könnte, abgesehen von Google. Wie wäre es denn mit gutefragen.net? Wortschatz erweitern. Tipps. Habt ihr gute Apps, Seiten oder andere Tipps? Danke im Voraus. Einfach Bücher lesen. Allein schon beim Titel habe ich mich gefragt, was meint ihr denn? Unterhose für 16-Jährigen, okay. Schreibt gerne, was ihr so trägt und könnt auch Bilder schicken. Danke für die Antwort im Voraus. Irgendwas gefällt mir an seinem Mikro auch wieder nicht. Das klingt wieder so ein bisschen stahlig. Wie ich es schon mal gesagt habe. Ich weiß, war das bei ihm sogar? Nee, das war bei jemand anderem, oder? Oh, er hat das ja nicht mal unzensiert hochgeladen. Er hat es einfach so gepostet. Kann man mich dafür ansagen? Also ein Freund hat mir gesagt, dass sein bester Freund eine Freundin hat, aber ich dachte, eine feste Freundin. Hä? Daher habe ich es falsch verstanden, dass es nur eine normale Freundin ist und habe es ein paar Leuten erzählt. Ich habe es halt falsch verstanden und jetzt droht er mir... Er ist ein bisschen nah an seinem Mikro, oder? Kann ich dafür angezeigt werden? Was du meinst, ist Rufmord, aber für so... Das Mikro ist, glaube ich, nicht dafür ausgelegt, dass man so ein bisschen weiter weg ist. Ich meine, das ist jetzt so, als ob das Mikro hier ist und ich spreche so nach vorne. Und er hat das extra ein bisschen lauter gemacht. Ich glaube, das ist es, oder? Sowas kann man, denke ich, nicht belangt werden. Moment mal, was ist das für ein Fernseher? Ist der von Samsung? Wenn der von Samsung ist, dann ist es der gleiche Fernseher, wie der, den meine Mutter hat. Für sowas kann man, denke ich, nicht belangt werden, weil ich meine, es geht um quasi nix. Es geht wirklich um nix. So, es ist die Musik ist auch ein bisschen leise, wobei ich hier sogar denke, dass der die extra leise gestellt hat. Es ist nur so, wie ich es jetzt verstanden habe. Er dachte, dass sein Kumpel oder irgendein Kumpel von einem Kumpel, keine Ahnung, Dicker, eine Freundin hat. Aber ist halt nicht so. Das ich gebe mal vier, so eine Freundin. Ich gebe mal 4 Punkte Lautstärke. Qualität würde ich auch 4 geben. Das ist ein bisschen dumm in der deutschen Sprache, dass es kein anderes Wort gibt für feste Freundin, so wirklich. Ja, und deswegen hat er das falsch verstanden und hat es rumerzählt. Ich frage mich zwar auch, warum. Ich habe die gleiche Wurscht-Datei. Ja, komm. Er kriegt 8 von 10. Wir gehen weiter zum letzten, zum Ken Speck. Der hat 15. Und, genau. Das andere Video, das wird noch nicht fertig. Deshalb gucken wir wieder hier und rein. Das ist das Kopfhörer-Video, ne? Der GTA-Online-Nachfolger, ja. Den wir erwarten. Ich frag mich echt, wie der auf Platz 1 gelandet ist. Der steht ja aktuell auf Platz 1. Also jetzt schon nicht mehr, weil schon die anderen, ne? Aber der war ja vorher auf Platz 1 mit 8,5 Punkten. Aber ich fand doch irgendwie das Video gar nicht so gut, oder? Muss ich mal kurz nachgucken. Der kam im zweiten Casting, ne? Kein Speck. 2,533. Ja, Professionalität. Ich hätte den da im Nachhinein, hätte ich den mehr abziehen müssen. Und dem Legendary Dennis dafür, dem hätte ich einen halben Punkt mehr geben müssen, mindestens. Mich hat das am Ende selber gewundert, dass der auf Platz... Wo ist der gelandet? Platz 18. Auf dem drittletzten Platz ist er gelandet. Und das hat mich wirklich sehr, sehr stark gewundert. Ich habe seine Punktzahl, auch wenn es nur 4 Punkte sind, die er bekommen hat, ich habe die mehrmals nachgerechnet, ob das wirklich stimmt. Gut, es wird nicht, ich kann schon mal sagen, es wird nicht bei Platz 18 bleiben. Es wird auch am Ende wahrscheinlich niemand
Nee, ja, mit Sicherheit wird niemand auf Platz 20 sein. Das Höchste, was es eventuell geben könnte, wäre Platz 17. Glaube ich mal. Platz 17, weil einige haben ja die gleiche Punktzahl. Und deshalb, die Platzierung, die jetzt die Leute besitzen, auch die, die schon draußen sind, ist nicht die Finalplatzierung. Ihr könnt zwar sagen, ja, ach, ich bin 19. Auch wenn es am Ende wahrscheinlich gar keine 19 Plätze gibt. So, hier bin ich. Genau, wir sind beim Ken Speck. Der hat volle Audiopunkte im Casting bekommen. Wartet deshalb dann. Gucken wir jetzt mal. Oh, wir direkt los. Wir gucken mal da weiter, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal. Gesprochen und gesagt, dass es kein Fehlkauf war. Naja, so direkt kann ich das von meinem Erlebnis jetzt auch nicht sagen. Das Ding ist nun mal, ich habe mir das Spiel am 28. Dezember gekauft und hätte mega Spaß gehabt, hätte ich es nicht auf meinem scheiß Laptop spielen müssen. Aber das ist ein anderes Thema. Das, was ich erleben konnte, hat fett gebockt. Vor allen Dingen, darf Maul sieht so aus wie so Avi mit Unterhemd. Aber dann, am 7. Januar... Deswegen war das Geld quasi zum Fenster rausgeworfen. Aber ganz ehrlich, die Celebration Edition ist durchaus ihr Geld wert. Auch wenn man rückblickend sagen muss, das Spiel war zum Release fucking unspielbar, Mann. Das war's? Nee, oh Gott, hier wartet mir den Kopfhörer an. Gutes Stichwort. In unserer Discord-Gruppe gibt es nämlich so ein Phänomen. Entdeckt unsere Gruppe ein Multiplayer-Game, welches eine gewisse Bekanntheit hat, denken wir uns oft, Jungs, das ist im Sale, lasst es uns kaufen. Und jedes Spiel außer Battlefront war bisher der größte Fail. Nein! Vier Qualitätspunkte, sag ich. Ich noch alleine ein paar Mal probiert habe, aber man literally nichts machen kann. Oh, PD2, was außer der Weihnachtsmucke... Ich glaube, bei ihm habe ich auch gesagt, beziehungsweise ich habe mich gefragt, ob sein Gameplay von ihm ist. Oder irgendwie sowas. Da hat er mich auf jeden Fall im Premiere-Chat nochmal drauf hingewiesen, aber ich habe da irgendwie im Video gar nichts drin gefunden, als ich sowas gesagt habe. Die Masken, kein Halt hat und die langweiligsten Heists hat, die ich jemals gespielt habe. Guck mal, jetzt bin ich gerade Ingame-Chat, ja? Und noch Red Dead Redemption Online, welches mein absolutes Highlight von den drei. Lautstärke 4 oder 5. Die Musik hätte ein bisschen lauter sein können. Nice. Ich wollte das Spiel eh schon lange haben, also haben wir beim nächstbesten Angebot zugeschlagen und ich muss sagen, es ist auch das Spiel, was ich mit Abstand am längsten von diesen drei hier gespielt habe. Aber auch diese 24 Stunden sind im Zeitraum von fucking einer Woche. Ja. Ja, die Spiele haben sich bei uns. Ja, ich gebe mal Lautstärke 5 Punkte. Gut, und damit wären wir tatsächlich schon durch. Nach 23 Minuten. Ich würde sagen, ich mache meine Berechnung und dann sehen wir uns gleich bei der Tabelle. Okay, ihr kennt das. Ihr seht da wieder die Tabelle. Und das sind die 5. Die gar nicht mal so schlecht abgeschnitten haben. Die 5. Die 5 des heutigen Viertelfinales, ja. Ich wollte gerade noch irgendwie was Spezielles sagen, aber da dachte ich mir, nee. Wir haben auf jeden Fall. Die Tabelle hat sich gedreht? Ja, ein bisschen. Wir haben auf jeden Fall. Ganz oben natürlich, ne? Es ist wie immer. Oben steht der mit der höchsten Punktzahl, unten der mit der niedrigsten. Muss aber alles noch gar nichts heißen. Muss alles noch nichts heißen. Die 5 beim nächsten Mal können alle schlechter sein. Ich kann nur schon mal sagen, es kommen von den 10, die jetzt im Viertelfinale dabei sind, also die 5 von heute und die 5 von nächster Woche, es werden 5 Stück ausscheiden. Das heißt, 5 Leute kommen nur weiter ins Halbfinale. Das ist die Hälfte wieder. Das heißt, es kann sein, dass alle Kandidaten, die heute dran waren, beim nächsten Mal ausscheiden werden. Es kann sein, dass ein komplettes Viertelfinal ausscheidet. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus, weil ich habe das gerecht aufgeteilt, würde ich sagen. Wir haben auf jeden Fall mit aktuell der höchsten Punktzahl und damit Platz 1. Diesmal ist sogar alles eindeutig. Wir haben Platz 1 bis Platz 5 schön durchnummeriert. Keine doppelte Platzierung. 18,5 Punkte. Koruppel an erster Stelle. Auf dem zweiten Platz mit einem Punkt weniger. 17,5. Ken Speck.
einen halben Punkt weniger, 17 Punkte auf Platz 3, Basukasu. Dann mit 1,5 Punkten minus, beziehungsweise mit 1,5 Punkten weniger, Platz 4, Ryu. Und dann wieder mit 1,5 Punkten weniger, mit 14, Smash zockt auf Platz 5 aktuell. Das heißt, wenn die anderen nicht mehr als 14 Punkte haben, sind das unsere Kandidaten für das Halbfinale. Mehr sehen wir aber dann nächste Woche. Ich habe nicht mal eine halbe Stunde erreicht. Ich bin sehr, sehr glücklich. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit, ich darf mal ganz kurz, in der Reihenfolge, in der ich sie jetzt vorlesen werde, werden sie auch bewertet. Wir haben den Johnny, Dazer One, Tiny Goomba, Mike Blaze und Sweet Lillipop. Das sind die Kandidaten des zweiten Viertelfinales. Werden sie mehr als 14 Punkte erreichen, werden sie die Entscheidung, die nächstes Mal auch ansteht, überleben. Wir sehen uns nächste Woche wieder.